Also, ich bekomme viele Fragen, wie man den Sitzkipper richtig einbaut. Normalerweise mache ich das so: mache erstmal mein Futter fertig und dann richte ich meinen Sitzkipper ein. Die meisten haben ja schon so eine Wasserwaage drauf. Ich habe sogar zwei hier drauf, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, und da unten. Der erste ist so, dass diese Zeile hier gerade ist. Man kann das Teil hier verstellen, sodass die Höhe einpasst. Ich habe es ein bisschen anders wie normale Angler. Ich habe die Sitzkeeper-Beine extra länger bestellt. Die sind 600 mm lang. Weil ich Rückenprobleme habe, ist es für mich einfacher, wenn die ein bisschen höher sind. Dann muss ich nicht ständig bücken und ist für mich zu unbequem, wenn es so zu tief ist. Wenn ich jetzt ständig nach Malen greifen muss oder was weiß ich, dann muss ich ständig nach unten greifen, das bringt mir nichts. Da habe ich mehr Probleme wie sonst was. So, jetzt einfach, wenn ich jetzt auf diese Ecke komme, erstmal den Fußpodest aufziehen. Muss man das alles ein bisschen gerade einstellen. Aber ich bewege dabei nur die ausziehbare Beine. Also die untere. Mal gucken, wie so muss das gerade sein. Also erstmal der. Ich fange immer an die Seite an, wo die Wasserwaage ist. Wo das irgendwie Sinn macht. Kann man das logisch einstellen. Logisch, wichtig ist, dass man die ganze Beine auch fest dreht. Sonst windet ja nichts. Und schon ist alles fertig. So, als nächstes richte ich meine Seitentische ein. In diesem Fall meine Federbock. Kommt alles, was ich ständig brauche, rein. Und dann auf der rechten Seite tue ich mir ständig die Sachen, die ich nicht halt so häufig gebrauche, wie Futter oder was weiß ich, Ersatzfutter oder irgendwelchen Köder, die ich nicht ständig benutze. Danach kommt mein Kitrüst dazu. Ziemlich simpel. Was ich immer eingebaut auf dem Sitzkeeper drauf. Also die Einbauteile da. Einfach drauf drücken, fertig. Und der Blockteil hier unten drauf. Und der letzte Teil, logisch, dahinter. Mache ich gleich noch. Dann, weil ich heute vorhab, mit dem Futterkorb zu angeln auch noch, stelle ich das auch noch ein. Wie vorhin, die Teile lasse ich einfach auf dem Sitzkipper eingebaut. Die ist, kann man schlecht sehen, hier unten. Hier tief eingestellt. Und dann, da ist dann der Rückrestteil und fertig ist es.